Ja, hallo meine lieben Freunde, ich bin's, euer Affenkönig Dämlich und es geht weiter mit Horizon Zero Dawn. Ja, ich freue mich wie die Sau und ich habe für euch, ich habe es euch ja versprochen, den Derweil mal gesucht. Der ist hier im Gefängnis eingesperrt, weil er Aaron, seine Schwester, so lange gefoltert hat, bis sie gestorben ist. Ja, und unsere nächste Quest ist erstmal die coole Ausrüstung zu finden, aber ich wollte nochmal mit Derweil sprechen, ob er noch ein paar andere Beweggründe hat. Er war auf jeden Fall in die Ersa verliebt, so viel wissen wir, aber sie hat sich mehr für Awad interessiert. Und dann kam die Eifersucht mit durch. Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Ach schade, ich dachte, wir können doch mal richtig mit ihnen reden. Deswegen suche ich jetzt hier alles ab. Du willst noch Salz in die Wunden streuen. Tja, das funktioniert nicht. Ha, du hast mein Salzstreuer noch nicht gesehen, mein alter Freund. Haha, wie lustig, den Buster im Käfig zu drangsalieren. Was haben wir gelacht? Also wenn du jetzt nicht aufhörst, dann jage ich dir einen Pfeil zwischen deine Augen, mein lieber Freund. Ja, sei froh, dass das Gitter hier ist und so Bucky den Pfeil hier nicht durchfliegen lässt. Schade, da haben wir, naja... Ich dachte, wir könnten noch ein bisschen mehr mit ihnen reden, aber da war das wahrscheinlich in der letzten Quest irgendwie optional. Gut, dann wären wir natürlich, weil diesen ganzen Weg können wir ja nicht alleine laufen. Das funktioniert ja nicht. Also es würde funktionieren, aber das würden wir nicht schaffen. So, ach, da müssen wir wieder hin, wo praktisch der Anfang schon war. Hm? Gut. Und hier soll das wohl irgendwie versteckt sein. Es gibt gar keinen richtigen Anhaltspunkt, oder? Ja, dann gehe ich einfach mal zu diesem Feuer hier. Und da werden wir doch mal schauen, was da so bei rauskommt. Ich bin mal gespannt, weil die Rüstung muss ja dann auch sehr cool sein. Hoffe ich zumindest. Also, wenn die so extra versteckt ist und wäre ich in der einen Quest nicht hoch auf den Turm geklettert, wo wir diese Videos von der Elizabeth Sobeck gesehen haben, hätte ich das ja gar nicht gefunden. Also es war ja eigentlich reiner Zufall. Ja. Wie mein Onkel, da ist auch Rainer. Reiner Zufall. Nein, aber dann hätte ich das ja wirklich nicht geschafft. Deswegen ist es ganz cool. Und ich finde es auch immer cool, wenn man sowas blind spielt und sich da nicht beliest. Obwohl es echt schwierig ist, sich da manchmal nicht spoilern zu lassen, weil die meisten Leute haben es ja schon durch. Und wenn ich dann in YouTube reingehe und mir da so ein paar andere Videos von anderen Let's Playern angucken, zum Beispiel vom lieben Brugger, den ich sehr, sehr cool finde. Jeder, der auf Dark Souls steht, sollte auch diesen Brugger kennen. Der ist echt ein klasse Kerl mit seiner tiefen Brummbärstimme. Ich mag den. So, und jetzt sind wir auch gleich da. Mal schauen. Mach ich mal... Ah, schön. Oh, da ist der Langhals. Ich lese mir das nochmal durch. Was jetzt da hier da steht, Nebenquest. Eine alte Rüstung liegt in einer Ruine der Alten. Gut zu sehen, aber außer Reichweite. Schildweberin-Outfit-Kiste. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Ach, da kann ich wohl noch gar nichts machen, oder? Hm. Wir werden sehen. Mal gucken, ob wir die alte Ruine hier entdecken. Zähe kleine Pflanze. Oh, da liegt ein Wächter. Ach ja, und ich habe unseren Bogen ausgebaut. Seht ihr, wir können jetzt noch mal ein paar mehr Pfeile craften hier. Hab den Seilwerfer mal wieder eingestellt hier. Mit dem wollte ich auch mal wieder ein paar Leute niederringen. Und habe auch schön bei den Seilwerfer mal die Abrissprozente erhöht, sodass wir da eventuell schöne Waffen uns von Tieren runterreißen können. Oder Maschinen natürlich. Aber es ist doch schon wieder herrlich. Oh, guck. Hier habe ich diese alten Birkenwälder vermisst. Ja, die sind in dem Karcha-Gebiet, sind die nicht so. Oh, unser lieber Langhals. Hör ihn doch, wo ist er denn? Na? Da hinten auf jeden Fall irgendwo. Und wir brauchen unbedingt, was war das? Ein Tramplerherz. Ja, von so einem fetten
Oshifi, die da in der Wüste sehr oft gelebt haben. Weil da kann ich mir doch noch den letzten Bogen holen, mit dem er dann auch Verderbnis auf die Gegner schießen kann praktisch. Und dann werden die infiziert. Oh, hier mit dem Seilwerfer, volle Granate. Ja. Ach nein, ich hatte doch meinen Bogen. Und ich brauche... Dazu fehlt mir nämlich noch eine Fuchshaut. Oh nee. Oh nee. Ein Läufer. Werden wir gleich mal entzünden. Mach's gut. Mach's gut, habe ich gesagt. Ich wollte eigentlich seine Lohe entzünden. Aber es hat sich schon erledigt. Aber das ist cool, wenn man so oberlevelig ist jetzt. Level... Ach ja. Leute, stimmt. Wir haben auch noch... ein schönes Level-Up letzten Part, glaube ich, bekommen. Und somit haben wir wieder 3 Punkte. Wir können uns den Dreifachschuss holen, der ja auch sehr cool ist. Reitmaschine rufen. Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Ach, wie einfach so. Ah, das ist natürlich praktisch. Bastler. Waffensprühen und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden. Das ist natürlich auch sehr praktisch. 30% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Du sprintest leise, so dass... Nee, ich werde mir das mit den Reiter hier gönnen. Das ist ja sehr nice. Oh, das ist ja sehr cool. Stichling ist wieder da. Ja, mein lieber Freund Stichling. Komm schon, komm. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir in der Ruine überhaupt irgendwas machen können. Aber vielleicht finden wir ja auch ein paar Hinweise. Oh. So ein bisschen Heilung mitnehmen. Das brauche ich später noch. Ja, du brauchst die zähe kleine Pflanze. Die brauchst du noch. Wo geht's denn hier rein? Oh. Das war mal, scheint so wie so ein alter Sendemast wahrscheinlich, ja. Oh. Gänsehaut pur. Aloy stand auf der Wiese mit Birken, Gräsern, Zweigen. Die Wetterprognose war sonnig. Oh, cool. Oh, was hängt denn da oben? Hm. Kommen wir denn da hoch? Von hier oben? Oh, da will ich mal schnell hoch. Kommt man da hin können? Was ist denn das? Tja. Haben wir gleich mal was Schönes zu essen. Oh nein, Wetterumschwung. Ah, hier kommen wir hoch. Sehr schön. Ich will mal wissen, oh, es regnet auch so gleich. Ja. Oh, ist das ein cooler Wetterumschwung, ey. Geht zwar sau schnell, aber... Naja. Was haben wir denn hier? Ach, ein Vorratslauf. Hier sollten die Vorräte versteckt sein. Aber es sind nur ein paar Scherben hier. Wie, was für Vorräte? Ja, es sind nur Scherben da. Das stimmt natürlich. Oh, das hat uns aber an die Knie gezwungen. Ein bisschen Holz immer ab und zu mal mitnehmen. Komm mal hier unten rein? Nee. Nee, das ist Quatsch. Ah, hier kommen wir hoch. Sehr geil. Mit dem Wetter und so, ich mag das. Und Leute, wenn The Last of Us pinkel ich mir ein vor Freude. So viel kann ich schon mal sagen. Wahrscheinlich wird auch bald ein neues Bloodborne angekündigt.
Hoffe ich zumindest, weil ja mit der Dark Souls 3 angeblich Schluss sein soll, was mich sehr traurig macht. Mal jetzt erstmal hier konzentriert. Ah! Hier kommen wir rein, oder? Das ist hier wie so ein... Oh, durch das Wetter sieht man kaum noch was. Rolle, 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 roll mein Ball. Rolle, rolle, roll mein Reifen. Ja, hier kommen wir rein. Ich sehe aber nicht, kann ich hier runterspringen? Nein, 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 nein! Oh! Gut, dass hier Wasser war. Oder ist. Cool, so eine Höhle mittendrin. Jetzt hätte ich ja dann doch liebend gerne gutes Wetter. Eine Metallblume. Ich werde das später ausschütteln. Ja. Codefragment heruntergeladen. Funktion war, wenn dieser Schössling zum Baum heranwächst, wer wird hier sein? Hm. Ah, auch diese Echos, die sie eingebaut haben, oder der Hall praktisch. Ja, Bunker entdeckt, Leute. Oh, sieht das cool aus. Das ist eine Ruine. Oh ja, diese Ruinen finde ich ja so cool gemacht, weil man dann immer sowas von der Vorwelt erfährt. Das macht sowas von Laune. Oh, herrlich. Das geht doch über und über. Was ist das? Ach, guck mal. Der Isaac von meinem... ja, wisst schon, wen ich meine. Der Isaac von... Na, Mensch, wie heißt's? Leute, Dead Space, natürlich. Sieht aus wie der Isaac, oder? Ist das die Rüstung? Dann will ich die sofort haben. Aber bitte. Könnte... Erinnert auch ein bisschen an Killzone. Natürlich, Guerilla Games. Affenkönig, du alter Hund. Da hast du ja wieder... eingerissen jetzt. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Ach, wo sie als kleines Kind mal da reingefallen ist. Ich ja, glaube, natürlich. Die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Ja, na klar, um 12, 15 Uhr, 18 Uhr. Also wie bei heute natürlich immer Militär noch benutzt. 1500, 15.000, 12.000. Ja, aber hier ist auch diese Firma, Pharaoh. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Ah, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Ja, schade, also kann Gutes ich hier. Licht. Ich komme nicht rein. Oh, heißt das jetzt wirklich, dass ich hier komplett gar nicht reinkomme? Was kann man denn da machen? Ich möchte da wirklich jetzt rein, bitte. Sofort. Ja, man kann auch nichts machen, gell? Weiß nicht, ob wir hier irgendwo was machen könnten. Aber es scheint ja nicht so. Oh! Nein! Ich mach euch die ganze Bude kurz und klein. Ich verhack's im Metall. Lasst mich hier rein. Ah! Ach, schade. Vor allem, man sieht sie schon. Und die sieht sehr cool aus. Wollen wir das mal sehen? Mal hören. Ultragewebetests, 31. Oktober 65. Test 49b, 3.10.65. Nötiger Mindestwert 85 von 100. Ergebnisse: ballistischer Test 91% Schutz. Denke ich mal. Schrapnelltest 87% Schutz. Lasertest 88%. Schildintegrität 86%, Aufprall Torso 51, Aufprallarme 62, Aufprallbeine 43. Hinweise: Gewebe verengt sich nicht richtig bei lokalen Aufpralltests. Wir müssen die vorhandenen Sensoren verbessern oder mehr hinzufügen. Ja,
Es wird immer besser auf Breitest. Perfektioniert praktisch die Rüstung, außer für die Beine. Hinweise: Die Gewebedichte und Ortungsbauteile machen Fortschritte, aber ein Integrationsfehler am linken Knie ließ den Aufbreitest fehlschlagen. Autsch! Die Testperson wird sich davon nicht so schnell erholen. Chirurgischer Eingriff erforderlich. Oh! Oh, na toll. Na, hoffentlich konnten sie die Beine noch retten. Netzkabel, verstärktes Platinkabel. Komm, lasst mich hier. Sicherheitshundung. Ach, das ist das, was ich gesehen habe von draußen. Diese Zahlen, die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Ja, natürlich, aber ich möchte ja... Vorratskiste. Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Aber wie komme ich da ran? Irgendwie müssen wir das doch hinkriegen. Oh. Das ist wahrscheinlich über uns. Ja. Graser sind hier über uns. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwie einen Weg lang. Los, drück dich durch, Aloy. Ja, untersuch den Bunker. Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal dort hinten hingehen. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, das irgendwie zu knacken. Weil wir haben ja diese Energiezelle. Die kann man doch bestimmt irgendwo einstecken. Oh nein. Hoffentlich bleibt es nicht die ganze Zeit diese nervige Musik an. Ja, weil die Graser uns wahrscheinlich irgendwie entdecken konnten. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Ja! So, passt. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch eine. Ach, jetzt brauche ich doch noch eine Energiezelle. Und wo könnte die Energiezelle sein? Das kann mir wahrscheinlich keiner sagen. Ja, die findet man wahrscheinlich irgendwo bei irgendeiner Quest. Ah, Mist. Das ist ja schade. Also fehlt mir noch eine Energiezelle. Ich lese nochmal kurz bei der Quest, nicht, dass ich jetzt hier rausrenne. Eine alte Rüstung liegt in einer Ruine der Alten. Gut zu sehen, aber außer Reichweite. Stelle die Stromversorgung der Bunkertür wieder her. Untersuche den Bunker, finde eine Verwendung für die Energiezellen. Ja, da müssen wir doch erstmal unsere Hauptquest weitermachen. Ich lese mal kurz vor. Aloy untersucht die Ruinen des US-Roboterkommandos, um mehr über Projekt Zero Dawn herauszufinden. Wenn sie die Waffen findet, mit denen Elizabeth Sobeck die damalige Roboterplage bekämpft hat, kann sie sie vielleicht selbst einsetzen. Na, das klingt doch auch jetzt sehr interessant. Ja, jetzt müssen wir ja wieder hier rauskommen, erstmal. Hier hinten ging's raus, ja. Ja, schade, gell? Es wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt schon zwei Energiezellen gehabt hätten. Haben wir ja aber leider nicht. Na ja, komm, Aloy, schwimm weiter, komm. Und wer weiß, wo die sich befinden, die anderen Energiezellen. Oh, hier die Reflexion vom Wasser. Na gut, dann geht's erstmal wieder raus. Es sieht so aus, als wäre es dunkel, ja. Okay, okidoki. Ja, dann können wir uns ja schon wieder wegteleporten. Da unten ist der Stichling und wartet auf uns. Na gut, aber der Bunker ist markiert, also wir wissen Bescheid. Wir wissen halt leider nur nicht, wo diese Zelle ist. Oh, wieder ganz hoch in den Norden geht's. Ganz hoch in den Norden.
Ja, dann ab zum Feuer, würde ich sagen. Ab geht der Hans-Peter. Ja, da bin ich doch mal gespannt. Die Rüstung sieht ja wirklich schon sehr, sehr geil aus. Also die hätte ich schon gerne, das... Die hat bestimmt auch saugute Attribute und dann noch Modifikationen dran zu basteln. Geil. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sie auch noch so coole Items versteckt haben hier. Gibt es bestimmt auch noch andere richtig geile Sachen. Aber jetzt will ich auch mal wissen, was es damit auf sich hat. Wir haben ja diesen... es war ein Verstoßener, ja, glaube ich, kennengelernt, der auch schon jahrelang wahrscheinlich Brutstätten untersucht und da hat er auch selber auch einen Fokus. Und da bin ich ja mal gespannt, was er uns, wenn wir ihn jetzt so richtig treffen, wir haben ja nur ihn holographisch bisher getroffen und mit ihm geredet, was wir mit ihm noch so zusammen aufdecken von der Vergangenheit. So, der Händler, alles klar, aber wir können uns ja einen Reittier rufen. Und das Coole ist ja wirklich... Oh, Sir Krona! Na komm hierher, na los. Na komm. Na, wo bist du denn? Oh, was für ein Schauspieler. Ja, ich rufe ihn gleich nochmal. Na, da ist er doch. Ja, na fein. So, was haben wir denn da unten? Lanzenhörner. Naja, gut, die mögen uns ja überhaupt nicht. Da hauen wir hier erstmal schnell ab. Ja, ja. Wir machen das schon. Oh, cool, Lagerfeuer entdeckt. Ein weiteres. Ruhig, ruhig. Ah, das sind Grauhabichte. Ja. Ja, wir wollen mal schön die Quest machen. Das wird bestimmt cool werden. Oh, eisekalt ins kalte Wasser gefallen. Na komm, kämpf dich hoch, mein Großer. Ja. Oh, deine Artgenossen mögen uns ja gar nicht. Oh, jetzt haben sie uns hier runtergekickt. Und in den Arsch gesteckt, ja. So kann es doch gehen. Ich probiere mal den Seilwerfer aus. Hab ich dich. Oh, war das jetzt unser Tier? Nein. Oh, der hält ihn ja richtig fest. Cool. Das hat aber gut funktioniert. Und Draht brauchen wir sowieso immer und Lohe. Von daher war das gar nicht so verkehrt. Und da wir jetzt uns eh immer Maschinen rufen können, ist das schon ganz okay. Da oben haben wir da noch zum Schauspieler. Und das sind auch Stürmer, ja. Machen wir es aber mal wieder ein bisschen tricky und stellen uns hier ein paar schöne Fallen auf. So, dass die erstmal schön hier reinrammeln. Kommt hier, ja, na komm. Na komm. Schöne Feinde, prima. Hahaha, immer rein. Ja, erwischt. Los, du kannst auch gleich herkommen. Du willst mich doch bestimmt töten. Oh. Hat der Bauze gemacht. Ja, so kann es aber gehen. Wenn man seine Umwelt nicht deutlich
scannt, so wie ich das immer mache. Eigentlich müssten die Tiere das doch auch können, also die Maschinen. So muss man dann hin. Ich laufe schon wieder völlig in die falsche Richtung. Also praktisch in dem jeweiligen Gebiet, wo man ist, kann man sich die Maschinen kaufen. Überbrücken lassen praktisch, die man dann rufen kann. Also die in dem jeweiligen Gebiet leben, meinte ich. Darf mich ja nicht verzetteln. Reden und spielen ist gar nicht so einfach, wie ich mir das immer gedacht habe. Und einfach denkt, oh nee, ja, so ein bisschen spielen und... Leute, so ist es wirklich nicht. Ich meine, es hängt ja sowieso ein klein wenig Arbeit dran, das wissen wir alle. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn man professioneller Let's Player ist. Mit den Rendering und zack und hier und da. Das ist schon krass. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Videos... Oh nein, was ist, was sind denn hier für Leute? Was ist denn das? Warum greifen die uns an? Wer ist das? Da könntest du recht haben. Aber die scheinen nicht so stark zu sein. Du stehst nicht wieder auf. Du auch nicht. Was waren denn das jetzt? Waren das Schattenkarcher? Nein, Banditenkämpfer. Aha. Na, wo war ich denn stehen geblieben jetzt? Ja, wegen dem Let's Play. Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie so kleine Hänger drin habe, obwohl ich meine Videos ja wirklich überhaupt nicht schneide. Es kam immer drauf an, je nachdem im Video. Und ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich habe schon vieles ausprobiert. Die Mikroeinstellungen verändert und im Hintergrund alles wirklich ausgemacht. Und ich weiß nicht, weil die PS4 zeichnet das ja normal auf. Weil bei Darkest Dungeon, was ich ja auch Let's Player. Oh, das ist aber nicht schön, Aloy. Ja, da müssen wir dann schnell ins Trockene. Versteck dich erstmal hier im Gras. Nein, und das wollte ich noch schnell fertig erzählen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn das jemand weiß, könnt ihr mir das gerne sagen. Weil bei meinen Darkest Dungeon Aufnahmen passiert das nicht. Und ich habe auch schon dieses HDCP deaktiviert, was die PlayStation 4 hat, womit man die Aufzeichnung der PS4 praktisch ausschalten kann, weil manche blockierte Szenen können nicht aufgezeichnet werden. Also ich bin so ein wenig Rudi ratlos in der Sache. Könnt mir aber gerne was schreiben, wenn ihr da irgendwas genaueres wisst. Oh, oh. Grauhaar bist du. Auf jeden Fall schon mal da. Oh, eine Blume. Was machst du eigentlich hier draußen? Oh nee. Ich sehe gerade, wir brauchen einfach mal neue Feuerpfeile. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen auffrischen hier. Aber wir haben auch genug Zeug. Komm, da holen wir den Vogel mal runter, oder? Ja! Oh, und da fällt er wie ein Stein. Oh, da brennt er wie Sau. Aber richtig lichterloh. Ja, aber wir schaffen ihn noch. Na! Hat uns doch gar nicht mitgekriegt. Ah, es liegt, glaube ich, an unserem Outfit. Ich möchte auch die Aufmerksamkeit nur von den einem haben. Nicht von beiden, bitte. Ich tue mal schnell speichern hier. Ja. So, komm. Schieß mal den noch mal richtig in den Arsch hier. Meine Position ist aufgeflogen. Na, der ist hinüber. Schön. Oh, jetzt Eis. Eis. Ja. Oh, das macht ja Spaß. Komm, wir klettern eine Runde mit der Aloy. Ich bin früher auch immer geklettert. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, sagt man das im Westen auch, klettern? Auf den Eisklettern. Jawohl. So, meine lieben Freunde.
Den einen wollte ich mir eigentlich noch holen. Kommen wir da irgendwie vorbei? Komm, wir probieren das mal noch. Ah, den kann man doch bestimmt ziemlich auch... Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Wer denn? Nein, ich habe mir überlegt, den kann ich doch bestimmt mit dem Seilwerfer auch runterholen, oder? Ja! Kann ja gar nichts mehr machen! Sau stark! Hat er jetzt seinen alten Kollegen angefressen hier? Ja, hat er. Oh, Stufe 34. Er hat jetzt sich von dem ernährt, weil er gestorben ist. So kam mir das gerade vor. Weil was sollte er hier nur am Eis machen? Oh. Oh, ist das geil. Guckt euch mal den riesen See an. Juhu! Das ist ja geil. Ja gut, aber meine lieben Freunde, das war's mit Horizon Zero Dawn. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, Aloy geht auf Maschinensuche und was ist denn in der alten Welt passiert? Lasst mir einen Daumen da, ein Like, sehr cool. Ich freue mich aufs nächste Mal, macht's gut.